Hi, ich gehe heute Abend auf ein Stadtfest und möchte mich dort ein bisschen mehr schminken, aber hier ist es sehr warm und ich hoffe, es bei euch ist es natürlich auch sehr warm. Und da möchte ich mich nicht so stark schminken, also schon stärker schminken, aber nicht so zukleistern, sage ich jetzt mal. Und ich wollte euch zeigen, wie ich gehe. Meine Haare sind noch nass, ich war gerade duschen. Ich habe mir meine Pflege schon aufgetragen und wenn ich ohne Make-up gehe, denn ich werde mir kein Make-up auftragen, dann mache ich auch gerne vorher noch eine Maske, damit die Haut einfach vielleicht ein bisschen mehr strahlt oder ähnliches. Und würde dann jetzt anfangen. Ich habe mir auch schon, ich weiß nicht, ob ihr es seht, meinen ersten Sonnenbrand geholt. Habe ich mal wieder unterschätzt, die Sonne. Das mit dem Nicht-Eincremen funktioniert. Mitte, Ende des Sommers keinen Sonnenbrand zu haben, aber nicht am Anfang des Sommers. Genau. Pflege habe ich schon aufgetragen, wie gesagt. Ich fange an mit Concealer. Und den Concealer werde ich auch sehr vorsichtig verwenden. Also ich möchte schon auch meine Augen schminken, deswegen soll meine Haut schon schön aussehen. Deswegen fange ich nämlich nicht mit dem Concealer an, denn ich trage ja gar keine Foundation. Ich trage Primer auf. Ich habe sehr weite Poren und deshalb trage ich einen Porenverstopfer auf. Also einen silikonhaltigen. Den gebe ich mir einfach hier dahin, wo ich denke, da wäre es sinnvoll. Und ich sage euch jetzt keine Produkte, die ich nehme, denn ich finde es immer schöner, wenn ihr einfach eure eigenen. Also klar kann ich euch auch sagen, was ich benutze, aber jedes Produkt funktioniert bei jedem ja anders. Und ich musste mich da auch so ein bisschen durchprobieren, habe viele Fehlkäufe gemacht und vieles nicht, hat bei mir nicht funktioniert, was bei anderen funktioniert hat. Und dann kann ich das euch auch noch mal in einem Top-Video zeigen. Ja, den Primer versuche ich so ein bisschen in die Haut zu drücken, weil der halt, wie gesagt, silikonhaltig ist. Ich mache das immer mit den Fingern. Ich gehe dann selten noch mal mit dem Schwamm drüber, beziehungsweise es stimmt gar nicht, ich gehe schon mit dem Schwamm drüber. Damit gehe ich einfach noch mal so. Wenn ich auch nicht viel trage, gebe ich mir sehr viel Mühe, weil ich trage ja schon nicht wenig auf und dann soll es halt schon trotzdem perfekt aussehen. Und dann dauert es tatsächlich auch länger und ist kein 5-Minuten-Make-up. Ich trage einen Concealer auf, der nicht zu dunkel, nicht zu hell ist für meine Haut, denn ich möchte auch so ein, ja, was heißt ungeschminkt aussehen? Ich meine, ich werde nachher Lidschatten auftragen, da werde ich nicht ungeschminkt aussehen, aber trotzdem sehr natürlich, würde ich sagen, so ein bisschen Bronzy Sommer Make-up. Irgendwie so. Und ich gebe auch immer erstmal nur auf eine Seite auf und verteile das dann. Arbeite es dann ein. Ich habe das Gefühl, ich drehe gerade zum ersten Mal ein Video. Ich gebe das auch bei mir, weil ich hier gerötet bin, nochmal so ein bisschen hin, um den Übergang einfach ein bisschen besser zu machen. Ihr könntet auch zum Beispiel, wenn ihr mit eurer Haut wirklich nicht zufrieden seid und nur mal stärker geschminkt seid und das auch gerne mögt oder sonstiges, dann könnt ihr euch auch eine BB-Creme oder irgendwas auftragen. Aber ich persönlich finde es nicht schlimm, Pickelchen zu sehen, Rötungen zu sehen und finde, das ist einfach was ganz Natürliches. Und deshalb stört mich das nicht. Man muss sich das, finde ich, immer wieder klar machen, dass das normal ist, dass nicht jeder eine perfekte Haut hat. Ich werde nur, also ich mache die eine Seite und fixiere das sofort, weil ich das Problem habe, dass bei mir das sonst sofort in die Fältchen reinrutscht. Und unterm Auge mache ich das dann auch mit einem transparenten Puder, weil farbiges natürlich auch wieder Farbe abgibt. Und ich die Erfahrung jetzt für mich gemacht habe, dass ich unterm Auge dann doch geschminkt aussehe. Und das möchte ich nicht. So, und dann die andere Seite. Mit dem Concealer gehe ich dann auch nochmal über. Ich habe hier eine rote Stelle, das ist kein Pickel, aber trotzdem decke ich das dann auch ein bisschen ab, weil. Also ich würde es nicht machen im Alltag, aber wenn ich halt abends weggehe
und ein bisschen mich stärker schminken möchte, dann mache ich das schon ein bisschen. Ich bin auch hier so ein bisschen verfärbt, also habe so Pigment, naja, eine Pigmentstörung ist das nicht, aber ich bin halt hier über den Augenbrauen ein bisschen heller als auf der Stirn. Deswegen gebe ich dort auch ein bisschen Concealer hin, um das einfach so ein bisschen auszugleichen und versuche das wirklich gut einzuarbeiten. Also ich mache das sonst auch nicht so stark, weil ich einfach keine Lust habe dazu. Aber wenn ich weggehe, dann habe ich da auch Lust zu. Dann gehe ich mit einem Puder meiner Wahl nochmal so grob, sage ich mal, über die Stellen, wo ich concealed habe und auch um mein Gesicht insgesamt ein wenig abzumattieren. Und nachher werde ich wieder was dafür tun, dass es nicht mehr so matt aussieht. Dann nehme ich auch gerne einen flüssigen Concealer, einen flüssigen Highlighter oder einen cremigen Highlighter, weil ich finde, das sieht so ein bisschen natürlicher aus. Ich benutze jetzt einen, den ich so noch nicht benutzt habe und das könnte jetzt gefährlich sein, weil ich ihn noch nicht einschätzen kann. Aber ich gebe mir den flüssigen bzw. cremigen Highlighter auch vor dem Bronzer auf. Weil jetzt habe ich nur so Puder, also ich heißt, ich habe hier keine Farbe, dann kann ich da jetzt auch nichts groß abtragen. Aber wenn ich den Bronzer drauf habe und damit einen cremigen, habe ich Angst, dass ich es abtrage. Deshalb gehe ich jetzt vorher schon mit einem Highlighter drüber und werde das mal ganz vorsichtig probieren. Flüssige und cremige gebe ich auch ganz gerne mit dem Finger, also verteile ich gerne mit dem Finger. Und das klappt mit dem super. Könnt ihr das auch sehen? Ich hoffe, ihr seht das. Kann man mal nicht um die Ecke gucken, das ist immer voll schlimm, dann kann ich das da nicht sehen. Und bei dem Highlighter, also das ist der Becker Highlighter in der Farbe Seepop? Seepop? Und bei dem habe ich das Gefühl, den könnte ich auch über Puder auftragen. Also der ist. Lässt sich so gut verteilen. Den hatte ich mir ja mit Shania mal in Leipzig gekauft. Und haben uns da auch im Vloggen ausprobiert. Das kann ich euch da oben auch nochmal verlinken. Da könnt ihr so ein bisschen sehen. Und auch sehen, was wir uns dort gekauft haben. Weil wir da natürlich. Da war Sephora, den haben wir hier so nicht. Und da musste man natürlich zu Sephora gehen. Und ich finde den wunderschön. Ich finde, der sieht sehr nass aus. Und ich glaube, den trage ich, werde ich mir jetzt halt auch ein bisschen abtragen mit dem Puder, beziehungsweise wieder mattieren. Aber dann gehe ich da einfach nochmal drüber. Bronzer habe ich mir quasi den hellsten rausgesucht, den ich habe. Einen sehr fluffigen Pinsel, einen sehr weichen Pinsel, weil ich finde, dann kann man es einfach viel schöner, viel softer auftragen. Und den trage ich mir dann auf, wo ich eben bronzen will. Im Moment gebe ich mir auch Bronzer super gerne auf die Nase. Ich glaube, weil, ich weiß gar nicht, welcher YouTuber macht das denn. Ellie macht das, glaube ich, aber die macht es auch mit Rouge und gibt das nur so hier, also hier so über die Nase drüber. Ich habe gedacht, ich probiere das einfach auch mal aus. Und finde das ganz schön. Also ich mag das. Kann auch sein, dass nur ich das sehe, weil ich immer mit dem Rest vom Pinsel eigentlich nur so drüber gehe. Und ja, mache ich wie gesagt im Moment sehr gerne. Und den Highlighter habe ich jetzt nicht ganz weggenommen. Der schimmert so noch ein bisschen durch, habe ich das Gefühl. Finde ich, aber ich find's sehr schön. Ja, gefällt mir. Rouge trage ich gar nicht so gerne. Deswegen trage ich jetzt auch kein Rouge auf, aber das könnt ihr natürlich sehr gerne machen, der Farbe, die euch gefällt. Ich trage anfangs eigentlich immer oder in der Mitte, jetzt in der Mitte, weil ich es wieder vergessen habe, einen Lippenpflegestift noch auf, weil ich das Gefühl habe, dass meine Lippen während des Schminkens immer voll austrocknen oder so komisch werden. Ich weiß auch nicht. Augenbrauen mache ich mir als nächstes. Ich benutze im Moment so eine Pomade. Ist das eine Pomade? Und die versuche ich auch nicht so stark aufzutragen, wobei. Die versuche ich mir auch nicht ganz so stark aufzutragen, wobei eine Pomade ja immer ein bisschen stärker ist als ein Puder. Aber ich mag eben Pomade im Moment sehr gerne.
Und ich finde, das kann man auch relativ gut aussoften. Und dann mache ich mir einmal schnell meine Augenbrauen und dann sehen wir uns gleich wieder. So, Augenbrauen sind gemacht. Ich habe es versucht, nicht so stark, nicht so perfekt zu machen, weil ich der Fan von ein bisschen unperfekt bin. Und habe mein mein Augengel vergessen. Das hole ich mal schnell. Augenbrauengel benutze ich immer sehr, sehr, sehr gerne. Gar nicht unbedingt, um zu fixieren, sondern um die Augenbrauenhärchen. Ich finde, die kommen dann so ein bisschen stärker raus. Also es wird so ein bisschen definierter wieder. Und finde, dass das dann auch wieder natürlicher aussieht. Und deshalb mag ich Augenbrauengel. Ich werde jetzt heute, ich habe sie noch nie benutzt, die Lidschattenpalette von Essence, die Good Day Sydney. Sydney? Oh Gott, das hier irritiert mich so sehr, dass ich es komplett nicht aussprechen kann. Die sieht so aus und ich möchte halt, also ich finde, die ist sehr schön passend eben zum Sommer, weil die halt hier oben so viele schöne natürliche Töne hat und hier halt so ein paar Eyecatcher, sage ich jetzt mal, und die sind auch noch sehr natürlich gehalten. Und ich überlege die ganze Zeit schon, ob ich das Grün benutze, weil ich eine grüne Hose anhabe. Aber ich habe auch überlegt, ich möchte Farbe haben, weil es ist Sommer. Und entweder ich mache den unteren Wimpernkranz farbig oder worauf ich auch sehr Lust habe. Wobei das auch zu gewagt sein könnte, weil hier in der Stadt laufen nicht so viele so rum. Wäre Innenwinkel-Highlighter, Highlight farbig zu machen. Und dafür würde ich sagen, bietet sich das gut an. Das Grün traue ich mich, glaube ich, nicht. Ich werde erstmal mit dem Augen, einfach mit dem Auge anfangen. Und muss mich nochmal anders hinsetzen. Ich habe immer noch keinen Tisch, deswegen sitze ich gerade auf dem Fußboden und kann nicht richtig, irgendwie nicht richtig sitzen. Und deswegen ist, glaube ich, die Einstellung von meiner Kamera auch die ganze Zeit anders. Es tut mir voll leid. Ich nehme als erstes den fluffigsten Blenderpinsel, den ich habe, und gehe in ein helles Braun. Und gehe damit erstmal in die Lidfalte. Was richtig schön aussieht, ist auch, wenn ihr euren Bronzer nehmt und den Bronzer in eurer Lidfalte auftragt, dann wiederholt sich das auch hier ganz schön, weil der ist jetzt, finde ich, auch ein bisschen kühler. Den gebe ich mir auch direkt mit dem großen Blenderpinsel unters Auge. Und wenn ich habe ja vorhin gesagt, starkes Augen-Make-up, ne? Oder stärkeres Augen-Make-up. Ich glaube, für viele wird das gar nicht ein starkes Augen-Make-up, weil es wird kein Smoky Eye oder so. Aber ich laufe im Alltag ohne Lidschatten rum und deshalb ist es für mich jetzt ein stärkeres Augen-Make-up. Also wird ein stärkeres Augen-Make-up. Ich hoffe, oh Gott, nicht, dass ihr dann enttäuscht seid, weil ich voll angepriesen habe, starkes Augen-Make-up. So stark wird es vermutlich nicht. Dann nehme ich einen kleineren Blenderpinsel und gehe in das dunklere Braun rein. Da werde ich jetzt erstmal vorsichtig reingehen, werde gut abklopfen und möchte das lieber vorsichtig aufbauen, weil sonst wird es einfach zu stark und die Palette ist auch gut pigmentiert. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Ich bin gerade super genervt davon, dass ich nicht gut ausgeleuchtet bin. Rechts ist mein Fenster, das habe ich nicht verdunkelt. Von vorne kommt das Licht und von links habe ich Schatten. Vielleicht muss ich das mal umstellen. Ist das jetzt ein bisschen besser? Weil ich habe das Gefühl, ich werde meine, dass die Seiten unterschiedlich werden. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Das hatte ich schon mal und das sieht so schrecklich aus. Naja, mir gefällt es nicht ganz so sehr, dass ich jetzt so matt bin. Also hier oben, ich weiß, ich habe das Gefühl, alle wollen dort matt sein. Ich möchte dort irgendwie nicht so gerne matt sein. Und deshalb werde ich jetzt so ein ganz bisschen diesen Schimmerton dort mit versuchen hineinzublenden. In der Hoffnung, dass es gut aussieht. Das mache ich jetzt mit dem gleichen Blenderpinsel.
Ja, das gefällt mir besser. Ich glaube, ihr seht keinen Unterschied, aber ich sehe einen Unterschied. Könnt ihr ja zu Hause einfach mal ausprobieren. Alle sagen immer keine Schimmerlidschatten in dorthin über dem Auge in der Lidfalte. Aber wenn es wirklich nur schimmert und nicht glitzert oder nicht metallisch ist, finde ich das eigentlich viel schöner. Finde ich nur das so? Ich weiß nicht, Shania mag das glaube ich auch gar nicht. Dann nehme ich mir einen noch kleineren Blenderpinsel und gehe in diese Champagnerfarbe. Und ich habe jetzt auch eine Idee, was ich jetzt mit der Farbe mache. Die gebe ich mir erstmal auf das bewegliche Lid drauf. Eigentlich so ziemlich sehr weit. Mehr in der Mitte als vorne. Ich finde bei denen schön, dass die echt richtig schön schimmern. Das gefällt mir richtig, richtig gut. Die glitzern nicht und die haben so ein Satin-Finish. Und jetzt weiß ich, dass ich mich trauen werde. Und dafür nehme ich einen kleinen, flach gebundenen Pinsel. Immer noch ein bisschen Schiss. Werde in das Grün gehen, obwohl das auch ein ganz anderes Grün ist als meine Hose. Ich habe so eine olivfarbene Hose an. Egal. Das nehme ich jetzt auf den Pinsel drauf. Mal gucken, wie das wird. Und gebe mir das nicht als Highlighter, sondern hier vorne hin. Also nur hier vorne. Und es klappt nicht. Ah ja, doch. Jetzt. Wahrscheinlich, also entweder, ich denke, mit Ansprühen, nochmal Concealer, wird es besser funktionieren. Aber es kann auch sein, dass der gar nicht so sehr gut pigmentiert. Es geht. Der ist im. Nee. Also den muss man echt aufbauen. Ihr könnt sehen. Das ist nicht die Farbe wie im Fännchen. So kommt's dem nahe. Aber also ich finde das gut, dann weiß ich, was ich damit machen kann. Und ich werde den dann auch jetzt hier in den Innenwinkel setzen, weil der eben nicht so stark ist. Ich denke, wenn man den jetzt ansprüht und den Finger aufträgt, dann wird er eben auch stark sein. Oder pigmentierter sein, farbiger sein. Aber so kann ich den in den Augenwinkel nehmen, reinsetzen. Und mir ist es nicht ganz so unangenehm, weil es so farbig ist. Also so ein Hauch von Farbe und dann finde ich das gut. Dann traue ich mich auch. Was ich jetzt nochmal mache, ist meinen Augenaußenwinkel nochmal ein bisschen zu vertiefen. Also nochmal ein bisschen dunkler. Weil mir das zu wenig ist. Und gehe dann. Nein, es ist mir immer noch nicht genug. Und gehe dann nochmal mit dem flachen Pinsel, so ein Smudger-Brush ist das. Der ist ein bisschen breiter. Nehme ich die dunkle Farbe vorne auf die Spitze nur. Ich versuche es wirklich nur auf die Spitze zu tun. Und gehe damit mir an den Wimpernkranz, um den dort nochmal zu verdichten. Und einen Rahmen meines Auges zu schaffen, kann man das so nennen? Ich glaube, so gefällt mir das. Und ich habe mir jetzt eine Mascara rausgesucht, die Maxi Definition Mascara für perfekte Trennung und Definition in Wasserfest von Reval de Lobian. Die hatte ich euch in meinem Rossmann Haul gezeigt, die ich euch auch, wenn ihr den Haul noch nicht gesehen habt und gerne sehen möchtet, was ich da alles gekauft habe. Dort gekauft, habt ihr jetzt schon öfter benutzt und findet die da ganz gut. Also ich finde, die macht auch Volumen. Sie ist immer noch nicht mein Favorit, aber sie kommt dem, finde ich, schon echt nah dran. Also ich finde, man kann mit der definiert arbeiten, weil die hat so, jetzt seht ihr, ist die flach und jetzt kommen so ein bisschen die Borsten. Das ist eine Gummibürste. Und mit diesen Borsten kann man halt eben wirklich schön Länge machen und Definition und mit dieser flachen Seite kann man Farbe dran
Farbe an die Wimpern geben und dadurch kommt dann auch ein bisschen Volumen in die ganze Sache. Und das mag ich sehr, sehr gerne. Und was ich auch an der gerne mag, die ist nicht so flüssig, die ist schon ein bisschen cremiger als andere Mascaras. Und für meine Lippen habe ich mir nichts rausgesucht. Na gut, überlege ich mir gleich noch, ob ich überhaupt was drauf mache. Ich nehme Fixing Spray, sprühe mir natürlich mein Gesicht auch nochmal an. Oh, ich habe es mir neu geholt. Ich habe vergessen, wie viel Wasser da rauskommt. Das war echt weit weghalten. Oh, stopp. Kam da schon immer so krass viel raus? Also, ich glaube, ihr seht es auf meiner Stirn, ne? Ich bin gebadet. Ich hatte jetzt immer ein anderes. Das ist ja... Schreibt mir das mal. Ja, also ich kann mir vorstellen, dass einige von euch das auch haben, das Fixing Spray von Essence. Und da würde mich jetzt mal interessieren, kam da schon immer so viel Wasser raus? Das ist ja nicht mehr feierlich. Oder bin ich... So, ich werde mir jetzt, weil es eigentlich soweit fertig ist, mein Make-up werde ich jetzt einmal schnell meine Haare noch den Rest föhnen gehen und mir versuchen, eine schöne Frisur zu machen. Und dann sehen wir uns gleich wieder. Tada! Ja, ich habe keine Ahnung, wie lange jetzt an meinen Haaren rumprobiert und ich kann keine Frisuren. Das ist mir jetzt eingefallen. Ich habe hier den Pony geflochten, habe das um meinen Zopfgummi gewickelt und würde mir jetzt auch diesen Pony-Puff-Dingsbums wünschen, den ich hier hinten reinmachen könnte. Und dann wäre das so ein bisschen voluminöser. Naja. Ach so. Wie ihr seht, ein anderes T-Shirt habe ich mir auch nochmal angezogen. Das ist ein ganz lockeres T-Shirt. Damit fühle ich mich einfach wohler. Ich bin der lockere Typ und suche mir doch nochmal einen Lippenstift raus. Lippenstift ist rausgesucht. Natürlicher, passt nicht ganz dazu, aber was soll's. Ich hoffe, das Video ist keine Vollkatastrophe geworden. Ich glaube, ich muss das häufiger machen. Ich habe ein bisschen das Gefühl, ich könnte noch ein bisschen mehr Übung gebrauchen. Ja, so werde ich heute Abend weggehen. Und ihr könnt ja mal erzählen, was ihr bei diesem wunderschönen, warmen Wetter macht. Vor allen Dingen heute am Sonntag soll es ja 30 Grad werden. Das wird schon bestimmt ganz schön. Also macht's gut, tschüss!